Die Grünen sind vergangene Woche Opfer eines größeren Cyberangriffs geworden, wie der Spiegel berichtet. Unbekannte hätten sich Zugang zum Grünen-Netz verschafft. Das ist die interne Plattform der Partei, auf der sich die Grünen etwa über Verhandlungspositionen innerhalb der Ampelkoalition austauschen. Gehackt worden sein sollen dabei die E-Mail-Konten der Parteivorsitzenden Nuripur und Lang. Mehrere E-Mails sollen an einen externen Server weitergeleitet worden sein. Die Partei hat die Behörden informiert und Strafanzeige erstattet. Der Abfluss einer größeren Datenmenge sei bisher aber nicht festgestellt worden.